Herzlich willkommen im Retrobit. Ich bin Perode und heute sind wir auf dem Commodore Amiga unterwegs. Wir spielen Paperboy aus dem Hause Elite bzw. Atari Games. 84 und 89 ist es portiert worden auf diverse Plattformen, unter anderem dem Commodore Amiga und dem Commodore C64. Und es war für mich immer der Albtraum dieses Spiel. Es war sehr schwer, es war unfair. Teilweise wusste ich gar nicht, was ich machen sollte oder wer ein Abo hat, wer eine Zeitung bekommen soll. Das wird zwar am Anfang irgendwie gezeigt, aber das muss man sich ja irgendwie auch merken. Das ist also wirklich ein Spiel. Naja, ich habe es regelmäßig mal angezockt sozusagen und es ist letztendlich auch, ist ein spaßiges Spiel, hat ja letztendlich auch irgendwie Spaß gemacht, auch wenn es manchmal frustrierend war. Aber was mich wirklich, was mir die Albträume quasi in diesem Spiel gebracht haben, das verrate ich euch dann etwas später, wenn wir die C64-Variante spielen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Amiga-Fassung an. Und wir beginnen mit der Easy Street. Und das reicht uns auch, denn der Montag ist schon sehr voll. Also ich frage mich ernsthaft, wer lässt denn eine Hunde freilaufen? Also das waren so diese so einige der Sachen, die ich damals nie verstanden habe, warum Leute mich eigentlich... Oh Gott. Jetzt habe ich schon eine Scheibe zerstört und ich, wie gesagt, es sind so ein paar Sachen, die ich früher sehr seltsam fand, warum man unbedingt Reifen hier über den Weg fahren ist. Ein einzelner Reifen, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie das sein kann. Aber das sind so Sachen, aber gut, muss man sich jetzt nicht unbedingt, oh, ich dachte, der kriegt eine vor das, kann ich hier auch kaputt gehen? Ja, das kann ich wenigstens. Und warum rennt dieser Mensch los? Ja, Rätsel über Rätsel, da ist ein Woolly-Deckel und ich kann nicht ausweichen. Das ist einfach, ich finde es einfach grottisch schwer. Gut, das kennen wir ja, ne? Mit dem Reifen in... Und das war es schon wieder. Es ist einfach, es ist schwer. Und ich bin auch einfach zu dumm dazu. Aber jetzt mal Konzentration. So, Hund lassen wir mal vorbei. Gut, das sind alles Bewegungsmuster. Das muss man natürlich lernen, ne? Das mit dem vorher... Gut, jetzt habe ich schon wieder hier die Fensterscheibe eingeschlagen. Zumindest ist das hier eindeutig. Habt ihr gesehen? Das ist ja ein fieser... Oh. Das... Der holt einen noch ein, das ist ja gemein. Aber der Rasenmäher, der konnte ja auch nicht so richtig, ne? Wollte er jetzt los oder nicht? Ah gut, der Hund, der erwischt uns nicht. Haben wir Glück gehabt. Wollen wir ein paar einsammeln. Wie kann man eigentlich diese Zeitung kriegen? Wahrscheinlich gar nicht. Jawoll. So, kriegt der nicht auch eine Zeitung? Verstehe ich gar nicht. Leute, die keinen... keinen Briefkasten haben, die kriegen dann keine Zeitung oder was? Och, jetzt hat er mich hier schon wieder erwischt. Ah, schon wieder vergessen, der Gullideckel. Da kann man ja auch mal reinfallen. Und da... Das ist unfair, dass man da nicht ausweichen kann. Ne? Das muss man wahrscheinlich lernen, dass man da... Wo kriegt denn seine Zeitung? Der kriegt anscheinend keine Zeitung. Kann man hier die Dinge abschießen? Boah, das war aber auch wieder fies hier. Warum kriegt der keinen... Na gut, okay. Da liegt ein Ghetto-Blaster einfach mitten auf dem Weg. Ich würde ihn ja eigentlich mitnehmen. Ja. Nur noch eine Mütze und ich wollte eigentlich ins Bonus-Level kommen. Oh nein! So, ein bisschen Gas geben. Der Reifen, der steht im Weg rum. Oh, wenigstens kann ich das Bonus-Level zeigen. Da kann man hier die Dinger abschießen. Da kann man ein paar Bonuspunkte machen, wenn man sie trifft. So, sehr schön. Noch eine Zeitung habe ich. Oh, das war's schon. Okay, dann gib mal ein bisschen Gas. Hui! Oh, da... Oh, sehr schön. Kriegen wir ein bisschen mehr Zeitungen. So. Hui. Aber anscheinend muss man ein bisschen hier schneller fahren. Sonst hat man nichts von den... Okay, Zeit ist schon um. Oh, wo war die Zeit denn? Habe ich gar nicht gesehen. Aber immerhin, wir haben den Montag geschafft. Das sind hier unsere Kunden. Und ja, wir haben nicht alle bedient.
Gibt also nicht so viele Punkte oder Ärger. Vielleicht verlieren wir auch den Job letztendlich. Und da kommt schon wieder so ein herrenloser... Nein. Nein. Ja, extra, extra. The Daily Sun Morning Final. The world's most thrillable newsletter. Ja, ich konnte es noch nicht mal lesen. Aber immerhin 5000 Punkte. Das war ja schon mal nicht schlecht. So, das war die Easy Street. Ich weiß nicht, die Middle Road, wie die sich unterscheidet. Hart ist wirklich sehr, sehr hart. Und wir starten einfach mal los. Der Hund, der läuft. Aber anscheinend ist das doch die gleiche... Okay, sind einfach noch ein paar mehr Idioten unterwegs, merke ich gerade. Also wenn es wenigstens logisch wäre, ne? Also, aber tut mir leid. Also bei aller Liebe, ein Reifen, der einfach so mitten irgendwo rum, der zum Beispiel, ne? Das ist okay. Aber der Reifen, der einfach... Hi. Ja, ich habe keine Zeitung eingesammelt. Ich voll honk. Die muss ich jetzt mal einsammeln hier, sonst habe ich echt ein Problem. Ja. Ich dachte, ich schaffe es noch. Der kriegt jetzt mal hier meine Zeitung von mir. Die sammeln wir mal wieder ein. Wie kann ich denen denn eine Zeitung zustellen? Noch. Pass mal auf, Perudo hier. So ein bisschen Gas geben. Das habe ich echt nicht aufgepasst. Das sieht da wirklich so aus, als wäre das die gleiche... Gullideckel. Als wäre das die gleiche Straße, nur dass halt einfach ein paar mehr Spinner unterwegs sind. Gibt es eigentlich Bonuspunkte? Nein! Ich dachte, ich komme da vorbei, weil ich wollte mich noch... Was macht der denn da? Der fährt doch noch auf mich zu. Nein! Das war ja mal gar nichts. So, Hardway, da gibt es einfach die dreifache Punkte. Es ist ja anscheinend der gleiche. Okay. Oh. Der wartet auch noch schön, bis ich mit dem Fahrrad hier vorbeikomme. Dieser Drecksack. Nein! Oh, Kollisionsabfrage, Dankeschön. So ein bisschen Gas geben. Und der Reifen, ja, ist klar. Und der Grasenmäher und der Hund. So, du kriegst... Und das wirft der nicht richtig, oder was? Ich treffe ja gar nicht mehr. Ein bisschen Gas geben. Da ausweichen, hier ausweichen. So, ich möchte einmal treffen hier. Jawoll. Wenn schon nicht, dann schon wenigstens einmal treffen. Und Reifen, die einfach hier mitten und ein... Das habe ich nicht gedruckt. Nein, was laufen hier für verrückte Menschen rum? Uah. Nein, oh ne, nicht der schon wieder. Ah, das hat gar keine Punkte gegeben, oder? Die abzuwerfen. Schade, ich dachte, das gibt hier Punkte. Uah. Jawohl, wenigstens mal hier. Nein, jetzt bin ich dagegen gefahren. Ich voll honk. Wie läuft der Hund? Der Pudel auch noch. Bin ich denn hier im Zoo? Drei Reifen, ist klar. Und der fährt mir voll auf die Nuss. Ja, Tuesday haben wir geschafft. Leider nicht das Bonus-Level. Was mache ich jetzt? Gas geben! Und ausweichen und gegen das Schild fahren. Ja, das ist natürlich genau das Richtige. So, ich bin erlöst. Das war Game Boy. Hm? Das war Paperboy. Game over und... Ne? Ja, das war Paperboy auf dem Commodore Amiga. Eins meiner wirklich, ja, Spiele, die ich... Also, sie ist nicht auf dem Amiga, sondern die C64-Fassung. Ich erzähle dann im nächsten Video, im C64-Video, ein bisschen mehr dazu. Aber ja, ich habe es schon ganz gerne und öfters mal gespielt, aber es gibt so ein paar Momente, die mich einfach so gefrustet haben und... Ja, ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Die 10 Minuten haben wir ja schon irgendwie mit Hängen und Würgen voll bekommen. Und ja, wie gesagt, use Joystick to choose your route. Wir haben, wie gesagt, die Easy Street, die Middle Road und den Hardway. Das sind alles die gleichen Strecke. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wird immer schwieriger. Die Farben ändern sich so ein bisschen. Zumindest in der C64-Fassung hier wahrscheinlich nicht.
aber es gibt dann einfach mehr Punkte, weil einfach mehr verrückte Menschen unterwegs sind oder sonst irgendwas. Ich meine, wir sehen es ja hier, ne? Da ist einfach mal ein Bagger oder ein Hund oder eine Katze oder zwei so verrückte, ja, Einradfahrer, deren Gesicht mir irgendwie bekannt vor hier von Epix Street Basketball oder von California Games. Wo kenne ich diesen Typen da mit dieser komischen Brille? Egal. Dankeschön fürs Zugucken, dann sehen wir uns hoffentlich in einem C64-Video wieder. Haltet mal die Augen auf, bald kommt's. Danke, bis dann, tschüss.